Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, ja, Baby-Shopping-Tour wieder. Wir haben bei Aldi was geholt, das liegt schon auf dem Tisch. Eben waren wir noch bei Kick, das ist hier eine Tüte. Das hier ist schon gewaschen, das zeige ich euch als erstes. Da haben wir einmal so eine schwule Einhorndecke. Also die ist jetzt so, ist das Einhorn so zusammen und dann kann man das hier aufmachen. Und dann hat man hier eine Decke. Und was soll das sein? Kissen. Ach, und das ist ein Kissen. War ein bisschen rau, wenn hier das hier mit dran ist, hast du? Kann man zumachen. Hier. Mhm. Ach, hier kann man Schutz rüber machen. Mhm. Ach, da kann man einen Schutz rüber machen, damit das nicht so rau ist. Okay. So, wartet mal, jetzt muss ich das wieder häufig zusammenpacken hier. Und die ist halt hier innen drin ganz, ganz plüschig, weichig. Ganz groß. Ganz groß. Und wofür haben wir die jetzt geholt? Zum Rumtragen und für im Bettchen haben wir sie geholt. Oder einfach nur so. Ah. So. Geht auch schnell wieder zusammen. Schon hat man das Einhorn wieder zusammen. Ja, das sieht ein bisschen hinten ein bisschen komisch aus, aber okay. Zeitmutanten-Einhorn. So, dann haben wir Strumpfhosen geholt. Im Zweierset, wa? Nee, die waren, ach, die waren einzeln. Einmal mit so einem Panda hinten drauf, einmal mit einem Kanickel hinten drauf. Und dann sind hier Sterne und beim Panda sind Pandas. So, dann haben wir ein Dreierset geholt. Bestehend aus Sabberlatz. Also Tüchlein, na Sabbertüchlein, naja. Kleiner Hose. Und ein Pullover mit einem Star drauf. Haben wir bezahlt, weißt du noch, was wir bezahlt haben? War billig, wa? 4 Euro noch was für das gesamte Set. So, dann haben wir geholt. Die Bodys waren aber zusammen, alle in einem Paket, wa? War da ein Dreierpaket? Ja. Haben wir ein Dreierpaket Bodys geholt? Mit Häschen drauf, ein Bärsche. Was haben wir dafür bezahlt? 3,99 €. Und hatten so ein Lauflernding noch, das haben wir dann nicht gekauft. Obwohl ich gesagt habe, wir brauchen das. Schatzi hat gesagt, wir wissen nicht wohin damit. Hat gesagt, erstmal im Keller. Waren die Hosen auch im Dreierpack? Nee, im Doppelpack. Im Doppelpack. Also einmal eine weiße Hose mit unten eng zusammen. Was war bei der weißen Hose mit bei? Nochmal eine weiße, war? Nee, das rosane. Auch mit unten eng. Und das gleiche halt doppelt. Also hier auch nochmal weiß und rosa. In einer anderen Größe. In einer anderen Größe. So, dann haben wir noch mal so ein Spielding geholt. Warum haben wir so viele Spieldinge? Insgesamt, wir haben ja schon welche. Weil schön ist. Dann kann man hier aber hier ist Plastik drin, nicht, dass es denn mal rauskommt, wenn der Stoff kaputt geht. Ich habe auch dran gesabbert an so einem Knoten, der sieht, ist doch ganz weich und dran rumgeknaut, also da passiert nichts. Und dann haben wir noch ein Einhorn. Sieht man das? So, ein Einhorn. Da machen hier die Flügel Knistergeräusche. Hier sind so Dinger dran. Hier unten knistert's. Hier knistert's. Hier die fallen zusammen, oder? Ja, das wird dann schön laut im Kinderzimmer. Ganz herrlich. Aber sah total süß aus. Das mussten wir haben. Also ich habe es eingepackt. Frau wollte nicht, ich habe gesagt, müssen wir haben. Oder? War doch ich. Ja. So. Was? Du wolltest auch noch Captain Calamari haben. Ich wollte noch Captain Calamari haben, weil der cool aussah, aber da hat Frau gesagt, nein, das reicht. Dann haben wir jetzt bei Kick eine Einhornente noch geholt. Und wenn unsere Tochter damit nicht mehr spielt, kommt sie zu meiner Entensammlung. Die kann ich ja schon damit drin machen, wa? Nee, die sind noch nicht sauber.
Dann eine Winnie Pooh Flasche, auf der anderen Seite ist IA und dann kann man dann hier oben so, und dann kann sie dann selber trinken und festhalten. Kann man dann hier aufschrauben. Hier ist so eine Anleitung drin. Was zum Desinfizieren, so ein Dings haben wir ja schon. Dann haben wir Schuhe geholt. Ich meine, die waren runtergesetzt. 1 Euro hier für so silberne. Von 5 Euro runtergesetzt. Und dann haben wir hier nochmal 1,99 Euro. Nee, 1,99 Euro haben die gekostet. 1,99 Euro und nochmal 1,99 Euro für so weiße rosane. Ja, für zu Hause und für unterwegs. So, dann hole ich das jetzt am besten mal alles raus. Und dann habe ich das alle drin, muss ja sowieso gleich eine Wäsche. Soll ich gleich die Schilder abmachen? Nö, nee. Nee, okay. So, dann haben wir. Das, ich das mal hier so rüber. So. Einmal eine weiße Hose geholt mit Blümchen drauf. War im Sale alles. Dafür haben wir bezahlt jetzt 2,99 anstatt 3,99. Dann, oh, das war auch so süß. Da mussten wir auch zugreifen. So ein Body. Ganz plüschig. Was? Strampler. Strampler. Ganz süß, ganz flauschig. Kurzärmlich mit Einhörnern drauf. Der hat uns gekostet. Der war nicht im Sale. 4,99. Den haben wir beim Rausgehen gesehen und mussten wir dann noch zugreifen. Weil das ist ja immer beim Rausgehen immer so doof. Da kommst du ja an den Sachen vorbei, die nicht im Sale sind. Und das ist, oh, sehr süß. Und dann musst du hochzugreifen. Dann nochmal eine Strampler, kurzer. Ein kurzer Strampler. Mit oben so Gardine dran. Wie heißt das? Spitze. Spitze? Häsegardine. Und hier kurz und dann so lauter Sternchen und Glitzer und so. Dann, hoppala. Das war ein Set? Ach so, genau, das war ein Set. Einmal so ein T-Shirt mit Rüschen, also Gardine. Nee, das ist doch, wo ist denn der Unterschied zwischen Rüschen und Spitze? Rüschen sind nur bewacht, zusätzlicher Stoff. Und Spitze ist halt so durchsichtig geklöppelt. Aber ist da drauf. Ist doch beide das Gleiche. Dann ist das halt Rüschen aus Spitze. Gewählte Gardine und nicht gewählte Gardine. Und dazu dann halt so eine Hose mit Herzchen drauf und Punkten. Voll süß. Voll süß. So, dann haben wir hier nochmal. Das sind aber auch keine Rüschen, das ist Stoffgardine, also aus Stoff da unten dran. Und halt rosa und ja. Ja, das war auch ein Set. Das war auch ein Set. Was kam da noch dazu? Das hier, war? Ja. Und dann halt war auch ein Set, das noch dazu. Mit lauter weißen Punkten, mit lauter bunten Punkten auf weiß. Und dafür haben wir für das ganze Set haben wir jetzt bezahlt. Auch 1,99 Euro. Also wenn ihr was braucht für eure Kinder, bei Kick sind gerade Angebote. Dann habe ich was ausgesucht. Ich habe mir diese ausgesucht. Ja, ganz normale Jeans mit unten ein bisschen gerafft und dann da oben eine rosa Schleife. Ich hatte noch eine andere Jeans. Ach, und hinten ist so Herzchenform auf der Tasche. Ich hatte auch noch eine andere Jeans weggepackt mit so Schmetterlingen und ein Vogel an der Seite so drauf. Aber da hat sie gesagt, das ist zu unbequem und reicht eh eine Jeans und so. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, eine Jogginghose, eine kurze, kann meine Tochter und ich Partnerlook machen, wenn ich zu Hause bin. Ja? Weil ich habe ja auch eine graue Jogginghose, dann können wir einen Partnerlook machen. Frau sagt, nee, wie sieht denn das aus? Sag ich, gehe da so nicht raus, zu Hause. Na gut, ich gehe auch so raus, aber ist halt bequem, passt. So, dann haben wir hier sowas mit Blümchen drauf. Hat das auch ein Set? Da kommt dazu dies hier. So, das kommt dazu. So, auch so mit so Gardine. Spitzelärmchen. Gardine als Arme und mit so Vogel und so drauf. Und dafür haben wir bezahlt 1,99 Euro, also für das Oberteil und die Hose. Kann man auch gut miteinander kombinieren, dass man dann halt zum Beispiel das nimmt und dann halt von dem anderen Set die rosa Hose oder so. Ich pack das mal weg.
Kann man alles sehr gut kombinieren. Die Kombination, Hase, die musst du dann aber zusammenlassen, weil sonst finde ich das beim Suchen nicht. Die kannst du selber zusammen. Die Sets, ja, aber ja, lass das mal zusammen. So, dann haben wir hier nochmal was gekauft für 1,99 Euro. Das hat meine Frau gesehen. So, auch so ein Body mit langen Ärmeln oder halblangen Ärmeln und dann auch so Gardine. Das ist ein Tütü. Mit einem Gardinentütü ringsherum und vorne ist halt auch ein Einhorn drauf. Ja. Es gibt nur noch Einhörner. 1,99 Euro hatte ich ja schon gesagt. Ja, das sind unsere Ergatterungen von Lidl, Aldi und Kick. Und Ende des Monats ist auch wieder, kann ich euch schon ankündigen, ist auch schon wieder Aldi Sonderverkauf, Sonderpostenverkauf. Und ratet mal, wer zum Sonderpostenverkauf gleich montags wieder hinfährt. Ja, meine Frau und ich. Wir haben uns nämlich überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, ich habe jetzt dieses 17-teilige Tafelservice, vielleicht noch ein passendes 17-teiliges Kaffeeservice dazu zu holen, für den Preis ist unschlagbar, wenn sie es noch haben sollten. Ich hoffe auch, dass sie dann nochmal diese Holzmatten kriegen für den Balkon. Brauche ja noch zwei, und dann kann ich meinen Balkon fertig machen. Und ja, dann gucken, was sie noch für schöne Sachen haben. Wir hoffen auch, dass sie diesmal mehr Kinderspielzeug wieder haben. Weil letztens war ein bisschen wenig Kinderspielzeug und ja, dann noch so ein bisschen für die Wohnung. Ein paar Bücher und Märchenbücher oder für die Wohnung vielleicht noch irgendwas. Ja, mal gucken, wir lassen uns überraschen. Kommt auf jeden Fall dann wieder ein Video, wird am 24. bis 29. sein, oder? Ja, 24. bis 29. soll es sein, glaube ich. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. Dann will ich das Video jetzt auf den Laptop schmeißen und rendern. PC ist ja nicht da, da muss ich noch warten, bis er wieder da ist. Der ist in Reparatur, der ist auch noch nicht angekommen. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, die Woche mache ich nichts. Erst ab Freitagabend wieder werde ich was machen. Ich entspanne und genieße die Zeit mit Frau und Kind und so. Kindern, also volles Kind und halbes Kind, was noch, also was im Bauch ist, ist ja, zählt ja nicht als volles Kind. Ist ja noch nicht da, kannst ja nicht viel machen, kannst den Bauch streicheln und eincremen und so. Und reden. Ja, mehr können wir da ja nicht machen momentan. Und heute Abend ist halt Elternversammlung. So, dann aber, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.